Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Im letzten Part haben wir die letzten zwei Prüfungen abgeschlossen und wir sind jetzt bereit. Womöglich gibt es kein Zurück, sobald ich durch dieses Tor getreten bin. Bin ich dafür bereit? Ja, Eivor, wir sind bereit. Und wie wir bereits... Oh. Alter! Hab ich mich jetzt erschreckt? Ha! Na endlich! Boah! Oha! Was hat sie getan? Was soll das? Vergeltung! Toll. Kannst du uns mal aufklären? Ich herrsche nun über Hugerheim. Wenn du stirbst, ist dein Geist auf ewig verloren. Gut, aber wir sollten besser nicht sterben. Das, Valkyrie! Was soll das denn? Kennst du schon meine Gäste? Na toll, die heilt sich super. Okay, aua. Ah, natürlich, Moment. Natürlich. Wendest du dich gegen mich? Meine Mutter, ihre Mutter und viele vor ihr versuchten, dich zu finden. Mich? Wirklich zäh, Wolfsmal.
Ich verstehe gerade echt nur auf Bahnhof. Was will die? Gleich schon, hat sich wieder voll geheilt. Jetzt macht das wieder nicht. Jetzt macht das wieder. Oh. Genau als wie bei der Prüfung da auch. Das manchmal. Ja, also. Au. Ja, das ist ja voll unfair, dass sich immer wieder heilt. Ja, voll, super. Ja, ich hasse Gegner, die mich, hochheilen können. Ah ne, Mann, das muss ich wegschieben. Na, was soll's. Irgendwann. Das war jetzt offensichtlich, aber ja. Eine schöne Überraschung. Ich habe weder dir noch deinen Vormüttern etwas angetan. Das Blut der Walküre fließt in meine Adern. Blut, das einst der Einäugige vergoss. Okay. So. Oha. Ach du Scheiße. Was soll das Gerede von Valkyrjur? Du weißt genau, dass die Walküre Hild von Freya hintergangen und von dir eingesperrt wurde. Bleib mir vom Leib! Du musst alle von mir besiegen! Hild in ein Gefängnis aus Eis, in dem sie nach Ragnarök verhungerte. Ungeziefer! Zu viele! Ich muss sie ausdrücken! Immer mehr! Ach du Scheiße. Hm?
ich nie mit dir fertig? Ah. Das ist die Stelle. Ich greife im Schwarm an. Das hat gesessen! Okay. Natürlich, das fehlt ja jetzt noch. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier sich ausgedacht haben. Oha, ohne Waffen, na super. Ne, doch, wir haben Bogen. Okay. Keine Pfeile. Schlag zu und ich verschwinde wie der Wind, Wolfsmal. Ich habe keine Pfeile. Nee, die esse ich nicht. So ist's gut. Ich spüre deine Nähe. Treffer. Interessant auf jeden Fall gemacht, also.
Ich spüre deine Nähe. Haut die jetzt ganz ab? Sieht so aus. Nee. Okay, komm zurück. Ich spüre deine Nähe. Trink dein eigenes Blut! Meine Mutter erzählte mir die Geschichte schon als Kind, wie man das Kleinod einsetzt, wie man den Einäugigen besiegt. Ich kann deinem Gefasel nicht folgen! Ja, ich auch nicht. Ich spüre deine Nähe. So, und jetzt? Das war mehr als nur ein Traum. Der Kampf wurde auf zwei Ebenen ausgetragen. Du hast mich hier und im Reich des Geistes besiegt. Aber warum haben wir gekämpft? Ich wollte Vergeltung für Hild. Meine Vormutter vor unzähligen Menschenaltern. Vergeltung an mir? Vor unzähligen Menschenaltern lebte eine meiner Vormütter, die mächtige Valkyria Hild. Sie war Freyas Geliebte. Odin brannte vor Eifersucht. Er warf Hild in den Kerker, wo sie jahrelang dahin vegetierte. Deine Vormutter war Freyas Geliebte? Alles, was ihr von Freyas Liebe blieb, war ihr Kleinod. In jedem Menschenalter schwor meine Familie Rache an Odin, nachdem wir wachsam Ausschau hielten. Du hältst mich für Odin? Das tat ich, fälschlicherweise. Du bist weitaus weiser als er. Geschlagen biete ich dir meine Treue an. Aha. Die Geschichte ist einer betrunkenen Wahnsinnigen würdig. Aber ich nehme an. Ich bin dankbar, dir beistehen zu können, Wolfsmal. Dieser alte Leuchter hat ausgedient. Wenn du willst, gibt es noch mehr zu lernen, mehr Schätze zu finden. Komm zu mir, um dich vorzubereiten und mehr über Hild zu erfahren. Das würde ich gern. Okay.
Das heißt, irgendwann... Unzählige Menschen, Alter. Also das nenne ich mal nachtragend. Erbe der Walküre. Ein neuer Schrein der Meisterherausforderung ist nun verfügbar. Aha. Ja, wo denn? Mal gucken wir auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, erstmal gehen wir hier hin und reden noch mal mit ihr. Es klang so, als wenn irgendwann das noch weitergeht, aber das werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr machen. Weil wer weiß, wann das sein wird. Und dann immer so lange Pausen dazwischen ist auch irgendwie blöd. Mal gucken, was Reda gerade so nett ist. Ob der irgendwas Interessantes hat, wenn wir schon mal hier sind. Hi. Schön, dich zu sehen. Ja, danke. Was bietest du heute an? Wir haben 137. Was bietet er denn? Den haben wir schon. Was ist das hier? Ein Pferd. Was ist das? Drachenritterarmschiene. Okay. Verzierung für die Siedlung. Ah. Pass gut auf dich auf und trink immer genug. Wir sind hier nicht in der Wüste. Wir sehen uns später. Aber trotzdem immer genug trinken. Ja, tschüss. In Ordnung. Ach ja, das Fest ist ja auch noch. Habe ich auch noch nicht weitergemacht. Also, ich habe noch nicht alle Marken. Weil es gab ja eh irgendwie, gab es ja dann nur noch Edelsteine, was war das? Opale zu kaufen mit den Marken. Also, ich denke mal, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die denn hier? Nee. Ja. Da war die Höhle. Da ist dieser Kreis. Da ist sie. Meine Güte. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie zu sagen hat. Hi. Okay. Das Auge Odins wird dich mittels Geräuschen zu Besitztümern der Götter führen. Ja. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Erbe der Walküre. 6, 7, 7, 7. Haben wir noch ein paar Waffen? Okay, können wir uns eh alles nicht leisten. Hier hätten wir noch ein paar... Eine Wolfstatue. Komm, die kaufen wir uns mal. Was haben wir hier? Das wollen wir uns auch mal. Hier haben wir noch Tätowierungen. Ja gut, dann scheint das nichts mehr. Du wirst sehr zufrieden sein. Ich muss dann weiter. Auf bald. Nein, ich glaube nicht, weil ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir die neuen Sachen noch hinstellen.
Aber dann, ja, war es das auch mehr oder weniger. Weil wirklich, wenn wir uns mal unsere Quests angucken, ja, Quests, wir haben nichts mehr. Wieso ist das auf einmal rot? Egal. Gut, ich hätte noch 12 Tage Zeit, aber wie gesagt, der Typ hat nur noch Opale. Das heißt, das ist auch nichts Besonderes. Und halt den Widerstand, aber da habe ich... Das dauert mir eigentlich ein bisschen zu lange. Und da aktuell auch, soweit mir bekannt, nichts Neues mehr geplant ist. Obwohl es klang ja gerade, ja wahrscheinlich kommt irgendwann mit dem Patch noch wieder neue Meisterherausforderungen. Hallo, hallo, hallo. Wer mein Brüchen? Weil ich sagen wollte, wahrscheinlich kommen irgendwann nochmal neue von den Meisterherausforderungen, dass die Geschichte nochmal weiter erzählt wird, aber ganz ehrlich, das, wer weiß, wann das ist, deswegen. Deswegen werden wir das halt... Oh, das sieht ja nett aus. Das sieht ja nett aus. Okay. Wenn wir mal gucken, dass wir einen netten Platz für den Wolf... Ach komm, der kommt oben. Der kommt direkt ans Langhaus. Haben wir da irgendwas? Den hier? Haben wir am Langhaus? Da, was ist denn jetzt los? Im letzten Part meinen jetzt hier, kriege ich wieder Frame-Einbrüche wie sonst was oder hallo? Ach ja, aber ne, die Schale wird eigentlich. Warte mal, konnten wir hier hinten? War hier nicht auch was? Wo wir es hinsetzen? Ne. Na, dann mache ich die Schale halt doch weg. Hi, Katze. Ich, jedes Mal, wenn er die Katze so auf dem Arm hat, das sieht, also, wie die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Ja, er soll's. So, dann kommt hier. Da war irgendwo hier unten. Da. Ja, übernehmen. Weg mit dem Licht. Und hin mit der Wolfstatue. Ja, sehr schön. Moment, nach oben. Wie kriege ich die Kamera? Nee, so gefällt mir das nicht. Dann eher von der Seite. So vielleicht. Ein Abschlussfoto. In Ordnung. Oh Gott, hätte ich besser nicht gemacht. Mein Internet ist ja immer noch stinklangsam. Egal. Ein Abschlussfoto. Wir gehen ins Langhaus. Aber gehört zum Abschluss nochmal. Ich habe schon wieder keine Lust, das Projekt zu beenden, aber weitermachen ist lohnt sich wahrscheinlich nicht, deswegen. Deswegen werden wir das Ganze gleich.
mein Junge. Keinen neuen Brief? Nope. In Ordnung. In Ordnung, das sieht gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und das war's mit diesem super langen Assassin's Creed Spiel. Meine Güte. Ungefähr 380 Parts müssten es sein. Ich hab's gerade nicht genau im Kopf. Aber knapp 100 mehr als Odyssey. Das hatte, meine ich, 290. Und Origins hatte 192. Also die wurden immer länger. Egal, Freunde, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart. Es waren jetzt über 2 Jahre. Irgendwann im Oktober 20, als das Spiel rauskam, haben wir ja angefangen. Jetzt haben wir Mai 22. So, was für eine lange Zeit. Es war ein sehr schönes Spiel. Hier hatte ich auch wieder richtig Bock, die Karte zu vervollständigen. Das war bei Odyssey ja nicht so. Bei Origins habe ich gemacht, bei Odyssey nicht. Hier wieder ja. Sehr. Jetzt heult der Wolf die ganze Zeit im Hintergrund. Das kann doch nicht wahr sein. Egal. Ich sage auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Projekt, was auch immer das sein mag, wieder. Mit Assassin's Creed Valhalla soll es das gewesen sein. Vielen Dank und ciao.